Ach, Worms. Ich habe es damals auf meinen 386er geliebt. So sehr, dass ich mir das Spiel sogar damals relativ schnell gekauft habe. Und das zu Zeiten, in denen man leichten Zugang zu Sicherheitskopien hatte. Eigene Würmer nach Freunden und feindliche Würmer nach Lehrern zu benennen und schon ging der Spaß in den taktischen Kämpfen los. Offensichtlich ging es nicht nur mir so und das Spiel wurde auf verschiedene Systeme portiert. Wie schlägt sich diese Version hier? Was taugt Worms für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Ocean entwickelt und 1995 von Team 17 nur bei uns in Europa veröffentlicht. Das Spiel erschien ursprünglich im selben Jahr auf dem Amiga und wurde dann aufgrund seines Erfolges auf alles portiert, das sie nicht rechtzeitig retten konnte. Der Spielablauf von Worms ist wie bei jedem Klassiker einfach, aber suchterregend. Ihr habt ein Team von insgesamt 4 bewaffneten Würmern. Analog zu anderen Versionen des Spiels könnt ihr diese hier auch etwas anpassen. Das heißt, ihr könnt den Teamnamen ändern und eure Recken individuelle Namen verpassen. Das ist natürlich auf den Gameboy etwas fummelig, aber für dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Nur so wachsen euch die kleinen rosa Wesen auch ans Herz. Diese Würmer werden nun in eine zerklüftete 2D-Landschaft geworfen. Euer Ziel ist dabei simpel: vernichtet die anderen Teams. Dieses passiert in einer Mischung aus Echtzeit- und Rundenstrategie. Jeder Wurm hat eine festgelegte Sekundenanzahl für seine Aktion. In dieser Zeit könnt ihr nach links und rechts laufen, springen und natürlich eure Waffe benutzen. Ist die Zeit verstrichen oder habt ihr eure Waffe abgefeuert, ist der nächste vom anderen Team dran, wobei es hier Ausnahmen bei den Waffen gibt. Das geht dann so lange weiter, bis nur noch ein Team steht. Als Waffen stehen euch dabei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die alle verschiedene Vor- und Nachteile haben. Die Standardwaffe ist dabei die Bazooka, die könnt ihr unbegrenzt einsetzen. Wenn ihr die benutzen wollt, müsst ihr einfach den Winkel und die Feuerkraft bestimmen. Danach müsst ihr nur noch hoffen, dass ihr auch trefft. Wind müsst ihr dabei nicht berücksichtigen, das wurde in dieser Version herausgestrichen. Je nach Waffe und wie gut ihr getroffen habt, werden dann dem Gegner Lebenspunkte abgezogen. Hat der keine mehr, sprengt dieser sich melodramatisch selbst in den Luft und kann so durchaus noch im Ableben eine Kettenreaktion auslösen. Als andere Waffen stehen euch andere zur Verfügung, wobei diese immer nur eine begrenzte Verwendungsanzahl haben, die für das gesamte Team gilt. Wobei es auch hier Ausnahmen gibt. Da warten euch zum Beispiel Luftschläge oder Tools wie die Teleportation. Was die macht, muss ich euch hier nicht erklären. Ab und zu droppen zufällig im Level auch Waffenkisten. Wer diese zuerst erreicht, bekommt eine zufällige Waffenaufladung. Mit diesen Waffen beeinflusst ihr aber auch die Levelstruktur selbst, der Explosion Krater in die Landschaft reißen und so werden teilweise nicht zugängliche Bereiche plötzlich zu einer möglichen Flanke. Die Gefechte könnt ihr dabei in 3 verschiedenen Spielmodi bestreiten. Freundschaftsspiele, Ligaspiele und Turniere. Dort überall steckt genau das dahinter, was ihr auch denkt. Besonders hier ist der Multiplayer. Die anderen Teams können nämlich entweder von der CPU oder auch von einem anderen menschlichen Mitspieler gesteuert werden. Ihr habt also Multiplayer ohne ein Linkkabel zu brauchen. Es reicht einfach, den Gameboy weiter an den anderen zu reichen. Technisch muss bei dem Spiel bei der Portierung natürlich so einige Abstriche vorgenommen werden. So ist die Grafik jetzt noch krümeliger und die Übersicht leidet dadurch natürlich extremst. Das heißt jetzt aber nicht, dass es jetzt gar nicht gehen würde. Man muss sich eben nur darauf einlassen und dann geht alles in Ordnung. Auch die Level sind natürlich nicht ganz so abwechslungsreich gestaltet wie jetzt die Computervorbilder. Der Sound allerdings, der ist leider komplett zurückgefahren und bis auf ein paar spärliche Soundeffekte nicht vorhanden. Da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Was taugt Worms für den Gameboy also heute noch? Es wurde durchaus okay umgesetzt. Ich befürchtete schon das Schlimmste. Wie soll dieses Spielprinzip auf dem kleinen Display funktionieren? Antwort: Wenn man sich an die eingeschränktere Übersichtlichkeit gewöhnt hat, überraschend gut. Es müssten natürlich überall Kompromisse eingegangen werden, aber die tun den Spielspaß keinen Abbruch. Andere Versionen sind natürlich wesentlich besser, aber wenn ihr Worms auf den Gameboy spielen wollt, dann geht das hier durchaus in Ordnung. Das war der Test zu Worms auf den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.